Daniel Karlberg, unserem ersten Kapellmeister und stellvertretenden GMD, und mit Isha Landner, unserem Solo-Klarinettisten, die ein Konzert in der Petruskirche am 21. Oktober initiiert haben, unter dem ja schon bereits bekannten Motto Klarinette, na klar. Und es ist ein sehr besonderes Konzert mit großer Besetzung, deswegen gehen wir auch in die Vika Petruskirche damit. Und es findet auch nicht an einem Montag, sondern an einem Donnerstag statt, also viele Besonderheiten. Und jetzt haben wir gerade einen kleinen Ausschnitt schon mal aus dem Konzert gehört. Was haben wir da gehört? Einen sehr unbekannten Komponisten, Paul Juon, sein Trio, und zwar daraus der Anfang vom dritten Satz, die Elegie, die nur mit Klarinette und Klavier beginnt. Später kommt da auch noch ein Cello dazu. Und wer war Paul Juon? Wann hat er gelebt? Der hat, wie fast alle Komponisten, die wir zusammengestellt haben für unser Konzert, um die Jahrhundertwende des 20. Jahrhunderts gelebt. Ein Schweizer Komponist russischer Abstammung, der aber sicherlich auch sehr viel Gemeinsamkeiten mit der Wiener Musik zum Ende des 19. Jahrhunderts und der Übergang zum 20. Jahrhundert hat. Was sind denn die Besonderheiten? Ihr habt es ja Fin de siècle genannt. Dieses Konzert mit dem Übergang vom Jugendstil zu Moderne. Was sind die Herausforderungen, die Besonderheiten in dem Programm? Also ich finde, dass es unglaublich schön, diese Breite von Musikarten zu. Also in so einer kurzen Zeit in Wien gab es so viele Arten von Musik. Wir spielen Bergkonzert, das ist für manche gilt das modern schon. Und dann spielen wir Zemlinski, was ist total Brahms-artige Musik.